Tobi fragt Pete Smeed: Könnt ihr euch auf Kinderbildern im Vergleich zu heute noch wiedererkennen und könnt ihr uns vielleicht welche zeigen? Ich finde, ich kann mich ziemlich gut auf Kinderbildern wiedererkennen. Ich könnte eins zeigen, werde auch, nachdem ich dieses Video hier veröffentlicht habe, kurz drauf auf Instagram einfach mal ein Kinderfoto von mir veröffentlichen, weil ich habe gerade keins zur Hand. Habe ich leider nicht. Deswegen kann ich es nicht machen. Ich habe aber meine Mutter schon angeschrieben, dass mir bitte mal eins schickt und eins abfotografiert, damit ich eins zur Verfügung habe. Ich finde schon, man kann mich ganz gut wiedererkennen. Ich hatte zwar sehr, sehr hellblondes Haar, aber sonst, und auch noch volleres Haar. Aber sonst kann man mich eigentlich ganz gut erkennen. Es ist ein bisschen schwer mit meinem 10 Jahre älteren Bruder. Da kann man mich mal durchaus mit verwechseln, tatsächlich, wenn man wirklich frühe Kindheitsbilder sieht. Kinderbilder kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich die nicht hier in Gießen habe, sondern die zu Hause sind. Im Niederrhein. Da ich gerade am Umziehen bin, habe ich sogar noch das ein oder andere Kinderbild gerade gefunden. Auf den meisten sind allerdings andere Leute drauf, so Schulfotos und so. Aber ich habe hier... Scheiße, das reflektiert voll. So. Ja, scharfes ist auch was anderes. Aber das bin ich! Der kleine Junge da. Hast du mich erkannt? Ja, ich habe, also meine Eltern haben zumindest irgendwie 7 bis 10 Fotoalben zu Hause von mir. Ne, immer diese klassischen, die kann ich gerne mal zeigen. Dazu muss ich allerdings einmal die Kamera umstellen, weil das mit der Selfie-Cam ist irgendwie doof. Jetzt geht's los. Also beginnen wir zum Beispiel mit der Meisterschaftsfahrt nach Haltern am See am 9. Juni 89. Da war ich... immer noch 4. Also ich bin erst im Oktober 5 geworden. Wenn man sich das mal anguckt, ja, das ist unsere Mannschaft. Und wer mich findet, kriegt ein Eis. Ich war der Kleinste. Logischerweise, weil ich war ja 4. Da. Also schon länger her. So, gucken wir mal weiter. Meine Grundschulklasse. Nee, Quatsch, das ist mein Kindergarten. Na, wo bin ich? Ich kriege sogar die meisten Namen von den Leuten sogar noch hin. Muss ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt sagen. Natürlich da. Ja. Natürlich noch irgendwelche Zeitungsausschnitte. Was war da? Ach, das war unsere Schule. Da bin ich da. Dann haben wir hier meine Geburtskarte. Keine Ahnung. Mein Schulbuch. Ah, das ist von der. Nee, das ist meine. Das ist schon hier von meinem Gymnasium. Wo war ich denn da? 6A 1996. Da. Kann man nicht so ganz erkennen. Ja, und dann ist hier, also ich kann relativ viel machen. Das ist wieder mein Kindergarten. Die war echt cool. Jedes Mal, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, musste ich zu Frau Hennemann rennen. So, guck mal da. Der kleine Wutz. 4.10.84. Da sehe ich mich. Im wahrsten Sinne. Ach ja, guck mal hier. Da sehe ich mich auch. Nee, wobei, das ist gelogen. Da kann ich einfach nichts erkennen, genauso wie da. Yay, los geht's. Yay. Warte mal, das ist... Oh, Moment. Nacktheit, Kinder und so ist nicht so cool, ne? Wobei, das wäre ich selber. Mann, der kleine Wonneproppen. Gucken wir mal ein bisschen weiter vor. Also das Krasse ist, das ist halt nur das erste Buch, wo ich noch halt so groß bin. Davon gibt es noch diverse andere. Ah ja, guck mal, da sehe ich mich doch. Ne? Da wurde mal richtig reingelangt. Naja. Weiß nicht, ob ich mittlerweile besser esse, aber... Guck mal, da kann ich schon laufen. Da ist mein Bobbycar noch dabei. Und ich hatte damals schon Duplo. Was haben wir hier? Weihnachten. Na klar. Da ist Weihnachten gewesen. So, das war schon das erste Buch. Ah, guck mal hier, der Chicks Terminator mit seinem Bademantel. Boah, da habe ich aber auch voll die Hippie-Haare gehabt, muss man sagen. Da ist noch unser alter Videorekorder, krass. Erste Mal Schnee. Ja, das war dann schon so das erste Buch. Da gibt es noch diverse andere. Das war übrigens im Januar 86. Also,
Ich habe diverse Kinderbilder. Und hin und wieder habe ich auch gerne beim Rasenmäher gesessen. Naja.